Herzlich willkommen zur Nachbetrachtung des Spiels Sportfreunde Siegen gegen den VfB Speldorf. Gut 1500 Zuschauer hatten den Weg bei miesem Adventswetter in das Siegener Leimbach-Stadion gefunden. Und Trainer Michael Boris, der musste heute auf den etatmäßigen Außenstürmer Juli Jakobs verzichten. Dafür setzte er Alex Elliott auf der rechten Seite von Anfang an ein. Auf der Bank saßen Max Pauli, Maschi Saigani, Peter Stein, Matt Dellman, Annie Saidi, Florian Schwarz. Und mit der Nummer 10, da saß Marius Sowislo, der nach 8 Monaten Verletzungspause vor seinem Comeback bei den Sportfreunden Siegen stand. Verhaltener Beginn bei den Gästen, aber die Sportfreunde, sie legten los wie die Feuerwehr. Zweite Spielminute, langer Ball von Isa auf Leon Binder, der mit dem Kopf und fast das 1:0. Für die Sportfreunde Siegen, was für ein Auftakt. Und hier nochmal die Wiederholung, der Ball kommt allerdings genau in die Mitte auf den heute gut spielenden Torwart des VfB Speldorf. In der Anfangsphase bei den Sportfreunden. Levi Johann auf Grebe, der steckt durch auf Alexander Hettich und eine Glanzparade. Das linke Bein vom Keeper verhindert das 1:0 für die Sportfreunde Siegen. Der Ball ist noch im Spiel, aber da wird Alex Elliott zu Fall gebracht. Freistoß für die Sportfreunde Siegen. Und da kommt Isa und führt den Freistoß aus. Der Ball kommt auf Daniel Grebe, der schießt wieder Ecke für die Sportfreunde. Die Ecke wird Daniel Grebe ausführen. Der Ball kommt hoch rein, René Levi-Johann verpasst und da ist es Leon Binder, der mit dem Kopf wirklich nun das 1:0 erzielen kann. Speldorfs Elf, Tanju Aschigötz, klärt auf der Linie. Und damit es nicht den Anschein einer einseitigen Berichterstattung macht, das war das Einzige, was Speldorf bis dahin zu bieten hatte. Ein Schuss in die Wolken. Wir sind erst in der 9. Spielminute. Siegen spielt gewohnt stark aus der Abwehr. Hier läuft sich allerdings einmal Alexander Hettich fest. Aber dann die nächste Szene. Genialer Pass von Daniel Grebe auf Alex Hettich, der umkurft den Torwart. Der hat das Auge für René Levi-Johann, will ihn dorthin spielen, aber der Ball kommt nicht an. Die nächste Ecke für Sportfreunde Siegen, wieder Daniel Grebe. Und aus dem Hinterhalt probiert es mal Isa. Nur eine Minute später und diese Szene lassen wir etwas länger laufen, um einfach mal zu verdeutlichen, wie überlegen das Siegener Spiel in der Anfangsphase war. Immer wieder beteiligt Isa und auch Alexander Hettich sowie Daniel Grebe. Dann kommt der Ball zu Alex Elliott. Der flankt rein und von hinten kommt angestürmt. Leon Binder macht erst nein. Wieder kein Tor für die Sportfreunde. Der Ball daneben, Binder im Tor. Eine Viertelstunde gespielt, die nächste Szene. Elliott auf Sven Michel. Sven Michel, der heute einen guten Tag hat. Er geht. Leider keinen rechten Fuß für Sven. Der passt nach links, da steht Hettich, aber Hettich im Abseits. Flanke von Grebe auf Michel und hier nochmal der Beweis für den gut spielenden Sven Michel, der heute wirklich keinen Ball verloren gab. 17. Spielminute, wieder Ecke von Grebe, Kopfball Jörn Novak. Wann will das Ding endlich in das Gehäuse von Speldorf? Nur 2 Minuten später, Ecke von der anderen Seite von Isa. Und der Ball kommt wieder zu Isa, der flankt rein auf den zweiten Pfosten, da ist Alex Hettich. Doch wieder nichts mit dem Tor für die Sportfreunde. Was ist los? Knapp 20 Minuten gespielt, 7 super Torchancen für die Sportfreunde, aber das Tor ist wie vernagelt. Die nächste Chance für Siegen, Lewe lässt durch und Alex Elliott probiert's. Der Ball wieder knapp am Tor vorbei.
Wir sind in der 22. Minute und jetzt einmal Gefahr für das Sportfreunde-Gehäuse. Denn da war einmal die siegende Abwehr nicht im Bilde und ließ Thomas Pütters gewähren, aber der schwach im Abschluss. Glück für die Sportfreunde. So laufen die Spiele. Da ist man 20 Minuten die bessere Mannschaft, hat 10 Torchancen und der Gegner kommt einmal vors Tor. In dieser Szene Glück für die Sportfreunde. So ab der 30. Minute, da lahmte das siegende Spiel. Hier nochmal eine Chance für Sven Michel, aber seine Flanke geht ins Leere. Ja, und dann die 41. Spielminute. Spieldorf, endlich mal vom Siegener Tor. Das zweite Mal erst in der ersten Halbzeit. Und dann ein Schussversuch, aber wieder nichts aus Spieldorfer Sicht. Das wäre auch unverdient gewesen. Die letzte Chance vor der Pause, die haben die Sportfreunde. Wieder über die linke Seite, wieder über Sven Michel. Der flankt rein auf Grebe. Und Grebe, was für ein Fund. Leider der Torwart auf dem Posten. Gespielt in der zweiten Halbzeit. Was war da im Pausentee gewesen bei den Dreien? Spieldorf kommt zur ersten Chance, aber nur durch Sportfreunde Siegen. Nur 3 Minuten später, also die 56. Minute. Spieldorf mit ruhigem Spielaufbau und dann über die rechte Seite. Und dann ein brachialer Schuss, den Raphael Kotschow im Siegener Gehäuse noch übers Tor lenken kann. Bravo, Junge, gut gemacht. Hier präsentiert nun die Zuschauerzahl. Das folgende Spiel sind 1459. Und jetzt so etwas wie eine Halbchance für René Lévy-Johann. Wir schreiben die 60. Spielminute. Sie haben es gehört, 72. Spielminute. Michael Boris wechselt Marius Sowislo ein und der kommt zu seinem Comeback bei den Sportfreunden. Im Eishockey nennt man das Powerplay. Mal von links, mal von rechts, mal Flanke, mal Freistoß. Aber Zählbares kommt nicht bei rum. Langsam knapp. Hier probiert es mal Marius Sowislo auf Alex Hettich, aber wieder nichts mit dem Tor für die Sportfreunde. Und dann die nächste Chance. Freistoß von Isa. Marius Sowislo mit dem Kopf. Knapp vorbei, ist auch daneben. Es war bereits die 83. Spielminute und so langsam wollte im Siegener Leimbach Stadion keiner mehr so recht an ein Sportfreunde-Tor denken. Im Gegenteil, Leon Binder macht es hier spannend, aber Siegen kann hinten in der Abwehr klären. Kurz vor Schluss dann nochmal Spieldorf mit dem Mut und mit dem eingewechselten Bora Karadak und dann mit der Brechstange. 86. Spielminute. Und eben dieser, der hatte die letzte Chance für die Sportfreunde am heutigen Spieltag, aber der Ball geht
wie im ganzen Spiel knapp am Spieldorfer Gehäuse vorbei. Und so bleibt es beim 0:0 zwischen Sportfreunde Siegen und dem VfB Spieldorf. Der Vorsprung ist noch groß genug auf den vierten Tabellenplatz. Aber hoffentlich ärgert man sich nicht hinterher über diese zwei Punkte, die man heute hat liegen lassen, aufgrund der mangelnden Chancenverwertung. Sportfreunde Siegen hat gut gespielt. Sie haben kompakt gestanden, sie haben alles probiert, nur sie haben eins nicht. Sie haben das Tor nicht getroffen. Und das kann man keinem für übel nehmen, denn das machen sie ja nicht extra. Der Wille war also da, aber das Glück nicht. Hören Sie jetzt die Stimmen zum Spiel. Ja, Michael Beuys, Heimspiel hier im Leimbach-Stadion. Siegen hat losgelegt wie die Feuerwehr in den ersten 9 Minuten, Chancen ohne Ende. Und jeder hat gesagt, wie viele Tore gibt das heute hier? Und am Ende stehen wir jetzt hier und haben kein Tor geschossen. Ja, das hast du super analysiert. Wir haben klasse angefangen. Der Torhüter von Speldorf hatte mit Sicherheit was dagegen. Die Abwehrspieler von Speldorf hatten was dagegen, die auch den Ball verteidigt haben. Und wir haben teilweise dann auch unglücklich daneben geköpft. Aber das ist so. Ich habe gerade mit meinem Trainerkollegen darüber auch gesprochen. Die fahren hier 2 Stunden hin, mit Sicherheit nicht, um hier eine Husche zu bekommen. Und die haben sich mit Mann und Maus dagegen gewehrt. Nach 25 Minuten waren sie besser im Spiel. Und ja, ganz zum Schluss haben wir halt mit Massi Saigani noch so diese Chance, wo wir ihn wegmachen müssen. Machen wir nicht weg. Jetzt geht das 0-0 aus und müssen wir mitleben. Ja, jetzt war ja heute die rechte Seite mit Julian Jakobs nicht besetzt. War das nur der Unterschied oder? Nö. Natürlich hat Jule gefehlt, das konnte man glaube ich sehen, weil wir nur linkslastig nachher gespielt haben. Sven Michel hat wieder eine super Partie gemacht. Marius Sowislo nachher für Lewe, der auch ein bisschen unglücklich agiert hat, aber er dürfte auch eins nicht sehen, hat nachher dann auch ausgewechselt. Sie standen kompakt im Zentrum, sie haben die Räume eng gemacht. Das, was ich freitags eigentlich immer sage, unterm Strich, denke ich, hat Speldorf nachher gesagt, wir nehmen Punkt mit. Und so war es dann auch. Ne? Das Torchancenverhältnis, ich habe nicht mitgezählt. 22, 3, 4, 5, ich habe keine Ahnung. So, und von daher, es ist jetzt so, aber nur an Jule das festzumachen, finde ich nicht. Wir haben gute Standards geschlagen, nur der Gegner, und das dürft ihr nicht immer vergessen, hat natürlich auch was dagegen. Ne? Ja, kann man jetzt sagen, eigentlich nach so einem Spiel Mund abputzen und durch und dann fahren wir nach Dornberg. Ja, wir haben einen Punkt gut gemacht auf Uerdingen, eigentlich auf Felbert auch, die haben heute auch nicht gespielt, der Rest ist so geblieben, Hüls gegen Duisburg, von daher, ja, man muss es so nehmen, wie es ist. Wie gesagt, was ich nicht so bestätigen kann, ist, dass die Mannschaft nicht wollte. Die hat nach vorne gespielt, natürlich nicht die ganzen 90 Minuten, das gibt es glaube ich auch beim FC Bayern München nicht, aber wir sind nicht planlos angegangen, natürlich waren ein paar Fehlpässe dabei, hallo, wir sind 5. Liga, ja, wir sind nicht die Robbens, die Groß und wie sie nicht alle heißen, aber wir haben nach vorne gespielt, wir wollten unbedingt noch dieses Tor machen, ist uns nicht gelungen und jetzt ist es halt 0-0. Ja, wie wird jetzt nächste Woche mit der Mannschaft gesprochen oder eben gerade kurz nach dem Spiel? Ja, ich glaube, man hat das gesehen. Ne? Wir sind alle so ein bisschen down, weil ich hätte ja ganz gern ein Tor mehr geschossen als Speldorf. So, und das ist jetzt nicht der Fall. Wir machen wieder eine Videoanalyse. So viel gegen den Ball gibt es nicht zu sagen. Was soll ich jetzt Leon Bindner erzählen? Dass er heute keinen Kopfball reingemacht hat. Wie viel hat der gemacht, der Junge? 7 oder 8 schon per Kopfball? Nein, jetzt geht er nicht an den Kopfballpendel. Das ist halt mal so und fertig ist das Ding. Wir fahren nach Dornberg und dann müssen wir die wegputzen. Entschuldigung, nehmen wir das Positive mit. Kein Gegentor, wieder mal kein Gegentor hier zu Hause. Also freuen wir uns auf Dornberg. So sieht es nämlich aus. Und dann mach frohe Weihnachten. Ja, sagen wir jetzt noch nicht, aber dann. Genau, alles Gute. Ich begrüße auch erstmal die Anwesenden hier im Raum. Wir haben ja etwas länger Zeit gehabt, um zu überlegen, wie wir heute dieses Spiel angehen. Hatten uns das etwas anders vorgestellt, weil ehrlicherweise konnte man schon nach einer Viertelstunde 3-0 zurückliegen und da hätten wir uns nicht beschweren können. Wir wussten von der Gefährlichkeit bei Standards vom Gegner. Haben uns versucht, darauf einzustellen, muss allerdings auch sagen, dass es sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und da hätten wir uns, wie gesagt, nicht beschweren können, wenn wir dort schon in Rückstand geraten wären. Dann habe ich in dem Spiel gesehen, eine zweite Phase, wo man den Druck etwas weniger verspürt hat, dass wir uns ein wenig befreien konnten. Und ganz am Ende der ersten Halbzeit war es sogar durchaus so, dass wir uns auch die eine oder andere Torchance herausgespielt haben. Soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier heute natürlich einen glücklichen Punkt mitgenommen haben, aber wir haben auch unser Glück mehr oder weniger
in den vergangenen Spieltagen immer wieder auf die Probe stellen müssen. Und da bin ich heute mal froh, dass wir hier zu Null gespielt haben. Auch ein Novum in dieser Saison. Wie wir auch gerade schon gesprochen hatten, sind ja doch einige Rekorde, die ich auf mich zu vereinen habe. Und endlich jetzt auch ein Zu-Null-Spiel. Da freue ich mich sehr drüber, da freut sich die Truppe drüber. Und wir können dann, glaube ich, auch noch nach Hause fahren, in dem Wissen, hier gegen eine Spitzenmannschaft, vielleicht sogar die Spitzenmannschaft der NRW-Liga gespielt zu haben und mitgenommen zu haben. Auch, das betone ich nochmal, das soll dann mal der Schlusssatz sein, wenn er natürlich sehr glücklich gewesen ist. Dankeschön. Danke für die netten Worte. Und ich glaube, da bist du von meiner Sicht nicht der Einzige, der das so gesehen hat, dass wir teilweise gut den Ball laufen lassen haben. Für meine Verwunderung dann in der Halbzeit 3 oder 4 Pfiffe von der Tribüne, wo ich einfach mich dann selber frage, ich habe eine Mannschaft gesehen, die losgelöscht hat wie die Feuerwehr. Ich weiß nicht, die Presse hat, glaube ich, mitgeschrieben, das Chancenverhältnis. Glaube ich, haben wir ganz, ganz glatt gewonnen, nur der Ball ging einfach nicht rein. Und nicht, weil wir den Ball weggeschossen haben oder extra gesagt haben, wir schießen neben das Tor. Wir haben uns Chancen rausgespielt. Fängt bei der ersten Standard an, wo Leon Binder den Torhüter anköpft und hört bei Massi Saigani auf, der das letzte Ding nicht reinmacht. Und dazwischen waren 90 Minuten, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, ersten 25 Minuten haben wir Vollgas gegeben. Das geht natürlich nicht. Über die ganze Spielzeit haben wir ein bisschen rausgenommen und hinten raus wieder Vollgas gespielt. Und von daher rege ich mich eigentlich mehr darüber auf, dass so ein bisschen Unmut da ist. Würde ich auch sofort unterschreiben, wenn man gesehen hätte, dass wir nicht wollten, dass wir nicht nach vorne gespielt haben. Ich habe ja mit dem einen Pressevertreter auch schon gesprochen, erste Halbzeit. Also ich habe ganz, ganz viele Chancen gesehen. Nichtsdestotrotz, wir haben kein Tor geschossen, Speldorf hat kein Tor geschossen, 0-0. Aber Fußball ist ja ein Ergebnissport. Ich habe mir die anderen Ergebnisse angeguckt. Von daher ist nichts passiert in der Liga. Wir müssen drüber reden, diese Tore wegzumachen. Aber das ist, denke ich, auch Jammern auf hohem Niveau, weil die zweitmeistgeschossenen Tore in der Liga, das hat man halt einfach mal. Und wir haben einen Spieltag vor Hinrundenschluss und von daher ist es halt heute so gewesen. Wir putzen den Mund ab, fahren nach Dornberg und spielen da auswärts und das können wir vielleicht ein bisschen besser. Dankeschön.